Haben wir letzte Jahre viele gute Spiele gemacht und wichtige Spiele und gegen große Gegner gemacht. Und dort ist es wichtig, unsere Mentalität zu behalten, Respekt gegenüber Gegnern, aber auch Glauben auf unsere Stärke und das probieren zu profitieren. Gegen solche Gegner wie Frankreich, wenn wir geben nur 100% und sie geben 100%, wäre nicht genug sein. So müssen wir über unsere Grenze gehen, 120% geben und hoffen, da Frankreich bleibt mit einigen Prozent unter uns. Und wir glauben dran, probieren wir morgen auf dem Platz das zu zeigen. Alles andere ist unwichtig. Was macht Frankreich? Das sind Probleme von Didier Deschamps. Und er hat so viele Möglichkeiten, so viele gute Spieler, da kann er das wählen. Und sicher, Prinzipien von Mannschaft bleiben gleich. Und wir müssen uns probieren, vorbereiten, unser Spielsystem zu finden, unsere Durchsetzungsvermögen zum Steigern und mit allem Respekt gegenüber Gegner probieren wir auch weiterzukommen, weil auf diesem Punkt kann man nicht einen Pass zurückgehen, muss man immer nach vorne schauen. Wir haben morgen ein ganz großes Spiel für uns Spieler, für die ganze Schweiz, für den Staff ist morgen ein enorm wichtiges und großes Spiel, weil wir morgen Geschichte schreiben können, aber wir werden Geschichte schreiben nur, wenn wir morgen 120% bereit sind, was läufig anbelangt, Zweikämpfe anbelangt und natürlich unser Spiel zu machen. Was wir wollen, ist auch Fußball spielen. Wir wollen nicht morgen ins Stadion gehen mit Angst spielen und nur lange Bälle, sondern wollen auch unsere Stärken zeigen. Das ist Fußball zu spielen. Aber gegen so einen Gegner muss man natürlich die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen, wenn man was, natürlich was holen möchte.